Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Recon Wildlands. Wir müssen jetzt die Frau von Antonio irgendwie so retten. Und hier können wir direkt auf der Straße landen. Weil hier ist noch niemand. Ich glaube, wir müssen sie dann ein paar Minuten lang sichern und dann rausbringen. Ja. Geht los, bleiben Sie hinter mir. Ja pues, vamos! Können wir nicht hier rein? Doch. Entsichert. Helikopter, Bitches. Soldaten rücken an. Ja, und ganz gerne. Sie etwas sagen dürfen. Die werden mich lebendig verbrennen. Niemand tut ihnen etwas. Versprochen. Es war nicht immer so. Als ich Antonio traf, war er ein Schatz. Er schrieb mir Briefe. Niemand schreibt mehr Briefe. Er schon. Ich habe mich lustig gemacht. Mache ich jetzt nicht mehr. Drogengeld ändert Menschen. Nein, dieses Leben. Man überlebt nur, wenn man auch Augen im Hinterkopf hat. Dann hört man auf, nach vorn zu sehen. Wie eine zweite Chance. Für ein völlig neues Leben. Ich kann vielleicht umziehen. Ich kann mein Aussehen ändern. Und auch meinen Namen. Aber das ist kein neues Leben. Ja, hat sie irgendwo recht. Da hat sie recht. Sie werden Antonio nie wiedersehen. Niemals. Er ist auf dem Weg in ein amerikanisches Gefängnis, wo er den Rest seines Lebens bleiben wird. Die nächsten 70 Jahre. Er wird auf die gleichen Wände starren, ins gleiche Klo pissen und mit sich selbst sprechen, bis er endlich seinen Verstand verliert. Sein Leben ist vorbei. Bisschen brutal hier. Aber Sie haben noch eine Wahl. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt gehen. Natürlich wird man Sie umlegen, bevor Sie auch nur 10 Schritte gemacht haben. Und was, wenn ich nichts weiß? Also immer schön über die Schulter schauen. Antonio hat den Standort eines großen Kokainverstecks im Rucola preisgegeben. Hört sich vielversprechend an. Schalten Sie es aus. Ich finde Frau, ich weiß ihren Bowman? Genau, Bowman. Keine Ahnung, die ist sehr viel kälter jetzt geworden. Also ich habe sie eigentlich nicht so eiskalt in Erinnerung. Vielleicht war das auch nicht eiskalt, aber irgendwie hab ich so, Alter, wie viel da los ist. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass da irgendwas noch passieren wird mit ihr. Ich sehe noch ein Tango. Tango Nummer 3. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Hier ist Ziel Nummer 5. Schon dass sie hier ist, Scharfschütze mit einem Fernrohr nach hier und oh nee, das ist sicher nicht
verkehrt. So ein Helikopter, der neben der Base landet. Ein Scharfschütze. Ich sehe 10. Verdammt, haben die Mörser? Markiere Ziel, Umfeld beachten. Ziel gesichtet. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Es sind 15. Ein Generator. Klemmen wir ihnen den Strom ab? Scharfschütze im Turm. Es gibt Alarm. Feind gesichtet. Ja, da gibt's einige. Ich meine, es ist ja auch das Hauptlager von denen, also. Es ist ein bisschen komisch, wenn da nichts wäre. Sicario mit einer Minigun. Wo hast du sie? In der Schule. Ach, das ist eine Schule. Sehr schön. Ich sehe einen Scharfschützen. 300 Meter. Gut, also der Eingang ist schon mal gesichert. Jo, zwei Kartellschützen. Sag mir wo. Neben der Coca-Lieferung. Runter, bevor sie dich sehen. Ich dachte gerade, der hätte sich nochmal bewegt. Na, was macht ihr denn hier? Geht weg. Wir haben ein Sicario mit MP. Sag mir wo. Okay, also, da muss ich jetzt sehr vorsichtig und sehr klug vorgehen. Okay, alle sind da drin wahrscheinlich. Ich sehe einen Narko. Ich sehe niemanden. Bei der Coca-Lieferung. Noch einer. Hab ich genau gesehen. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Scheiße.
haben uns. Der Leutnant haut ab. Der Alarm ist aus. Das war's mit der Verstärkung aus der Luft. Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Runter, alle runter, Heli! Mir hoch, ne? Geh in Position. Okay, Ziel markiert. Lass mich in Position. Verstanden, unterwegs. Ich sehe das Ziel. Bin schussbereit. Greife Tangos an. Er ist tot. Es ist ja jetzt komisch, dass die denken, dass wir weg sind. Aber Glück gehabt. Gut, gut, gut. Ich würde so gerne. Scheiße, sie haben ihren Kumpel gefunden. Ja, ich würde so gerne auf so. Auf den Kran drauf. Das kann man sogar. Die haben die Leiche jetzt gefunden. Okay, bin unterwegs. Suche eine bessere Schusslinie. Gehe auf neue Position. Okay, Ziel markiert. Hab das Ziel. Kann loslegen. Fuck, greife an. Er ist tot. Ich dachte, sie würde sich schneller fangen.
Scharfschütze! Oh. Jetzt reicht's aber. Deine Schule. Seht ihr die Zivilistinnen da drin? Das könnten die aus Rancho Sabana sein. Wenn das eine Schule ist, wo sind denn dann die Schüler? Die kommen genau auf uns zu. Ideen, Boss? Hey, hier ist ein Santa Blanca Orden. Das ist ein schönes Souvenir. Was, wo? So, da, da hinten. Was mich ja aber erschreckt hier. Gut, so. Ohren bekommen. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer! Bravo! Was sind die denn? Was machst du im Schrank? Umgelegt. Ah. Wow. Heilige Scheiße. Haben wir es gefunden? Aber hallo, jetzt müssen wir es nur noch vernichten. Was machst du da? Der war genau hinten in dir. Ja, okay. Na gut. Geh. 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 Eröffne das Feuer. Geh weg. Geh. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Granate kommt. Come mierda, culeros. Granate fliegt. Granate fliegt. Nehmt das. Granate kommt. Come mierda, culeros. Jo, nächste Granate. Granate fliegt. Granate fliegt.
Granate fliegt. Nehm das. Granate kommt. Come mierda, culeros. Ups. Granate fliegt. Nehm das. Der Strom ist aus. Granate fliegt. Granate fliegt. Granate fliegt. Gute Arbeit, Leute. Verschwinden wir hier. Ich wäre gerne dabei, wenn Nidia Flores das El Sueño erklärt. Nachdem er das Hauptlager verloren hat. Das endet sicher nicht mit schönen Tag noch. Bowman, hier Nomad. Wir sind fertig. Der Hauptvorrat in Mojocoyo wurde zerstört. Großartig. Der Verlust von Antonio und dem Kokain ist sehr schmerzlich für das Kartell. Die Geschäfte in Mojocoyo werden ziemlich lange brach liegen. Verstanden. Wir wechseln zum nächsten Einsatzort. Nomad, Ende. Gut. Naja, hat auf jeden Fall nicht so geklappt wie geplant. Aber es hat geklappt. Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Heli im Arsch. In der Tat. Auf dieser Seite ist alles klar. Auf meiner auch. So. Gut, dann holen wir uns mal den Big Boss. Und... Ich fliege. Und dann Schmuggel. Dann gehen wir mal ins nächste Gebiet. Fliege. Das ist ja gleich da. Ah, cool. Dann holen wir uns den ganzen Schmugglerring. Wir fliegen mal tief. Aber das finde ich hier zum Beispiel seltsam. Dass die sobald wir mit so einem Helikopter kommen, dass die sofort angreifen. Also, ich meine, wir sind ja, also das ist ja ein Helikopter von denen, also finde ich komisch. Gut. Ich würde mal sagen, wir holen uns hier Informationen. Ah, da ist die Stadt. Auf jeden Fall ist in der Stadt nicht viel Feindaktivität, was sehr überraschend ist. Ich lande mal auf der Kreuzung hier. Bowman, wir sind in Remanso. Was haben Sie für uns? Remanso ist ein wichtiger Knotenpunkt für das Kartell. Die Provinz wird scharf bewacht und sie benutzen Top-Ausrüstung für den Schmuggel über die Grenze. Sie müssen sich Informationen über das Netzwerk beschaffen und einen Weg finden, es zu zerstören. Was wissen wir über das Oberarschloch? Der Bunchon heißt El Gato. Kleine Warnung, er genießt den Ruf, unkaputtbar zu sein. Dann kennt er uns noch nicht. Hintergrundinformationen? Ich stelle zusammen, was wir haben und schicke es Ihnen. Verstanden. Haben Sie Hinweise für uns? Nur einen unbestätigten Bericht, dass El Gato einem Chemiker ein Speziallabor in einer Kirche eingerichtet hat. Kirche? Ich sende Ihnen den Standort. Sie verstehen es, wenn Sie vor Ort sind. Bowman schickt Informationen zu El Gato. Der Kerl glaubt, er könnte nicht sterben. Genau, nicht sterben. Katzen, die vierbeinige Variante, haben 9 Leben. El Gato hatte eine ganze Menge mehr. Man hat ihn erschossen, erstochen, erwürgt, gesprengt, verbrannt, vom Dach geschubst, überfahren, halb ersäuft. Doch er kommt immer durch.
Er trägt ein Medaillon mit der Asche seines Vaters um den Hals. Die schnupft er, wenn er Kraft braucht. Soll besser sein als Koks. Die wahre Macht gibt dir nur der Tod. Mit 16 hat er in der Provinz Clemanzo angefangen, für Santa Blanca in der Verpackung zu arbeiten. Sein Vater war der Schönheitschirurg der Stars. Filmstars und Narkostars. Aber dann hatte sein Vater einen Narkoboss auf dem Tisch, der ihm starb. Beide wussten, was das hieß. Ein langer Foltertod. El Gato liebte seinen Vater. Also wollte er das verhindern. Alter, wie gestört ist der denn? OMG. Das wird lustig. Alter. Okay, das ist etwas verstörend. Also nicht nur, dass er seinen Vater getötet hat. Das kann ich irgendwo noch verstehen, ehrlich gesagt. Also, wenn man weiß, dass er halt zu Tode gefoltert wird und so. Okay. Aber. Aber, also die Asche vom Vater schnuppen, das ist halt. Die Kartoffelpflanze stammt ursprünglich aus den Anden. Irgendwo zwischen Peru und Bolivien. Schon seit nahezu 10.000 Jahren wird sie von Menschen angebaut und verzehrt. Mehr als 1.500 Kartoffelsorten in allen Größen, Formen und Farben gibt es in Bolivien. Allein in Bolivien. Aber nur 5 davon werden auf dem Markt verkauft. Krass. Die Kartoffel ist nach wie vor eins der Grundelemente der traditionellen und populären Küche der Andenregion. Ja, cool. So, dann noch. Dann holen wir uns mal den Leutnant. Da läuten wir mal an der Tür. Hola, amigo. Irgendwas Gutes über das Kartell gehört? Gracias. Viel Glück. Na dann, was gibt's denn für Waffen? Also hier. 9mm C1. Das sieht sehr nach einer Oldtimer aus. Ah, die kenne ich. Type 95. Eine Uzi. Scharfschützengewehr, Magazin für 338. Kompressor. Unterlauf. Okay. Ah, hier ist sogar noch eine. Ja, aber. Ja, uninteressant. Dieser Veteran aus dem Kalten Krieg findet heute noch Verwendung. Ja, genau. Einfach lesen, Tobi. Verlasse ich hier Ballpappwaffe mit begrenzter Reichweite. So, dann würde ich sagen, holen wir uns mal die Aufklärungsdateien. Aber erstmal will ich meinen Helikopter. Den haben wir uns schwer ergaunert. So. Er kommt zurück. Ja,
Wir können auch zuerst hier hingehen. Drohne fliegt. Sehe einen Generator. Schalte mir das Licht aus. Es gibt Alarm. Nummer zwei. Ist noch ein Tango. Hab ein drittes Ziel. Hier ist noch einer drunter. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Da müssen wir bestimmt später nochmal hin. Hab noch einen, macht fünf. Der Alarm ist hinüber. Es wird keine Verstärkung kommen. Mhm. Okay, alles ist gut. Ja, finde ich auch. So, Dateien. Ich hab was. Eine Wegbeschreibung zu einem Ort, wo das Kartell Drogenkuriere vorbereitet. Bowman will das sicher erfahren. Bowman, hier Nomad. Wir haben einen Ort aufgeklärt, an dem das Kartell Einheimische zu Drogenkurieren macht. Wir wissen schon länger, dass El Gato Drogenkuriere in Remanzo anheuert. Er hat eine Handvoll Ärzte, die den Eingriff vornehmen. Sie implantieren Kokainballons an verschiedenen Stellen im Körper. Bisher konnten wir den Ort nur schwer finden, da sie ihn alle paar Monate wechseln. Wie gehen wir vor? Wenn wir sie angreifen, verlagern sie doch sofort ihren Standort. Nicht, wenn sie die Ärzte ausschalten. Ernsthaft? Wir reden hier nicht von der Heilsarmee. Die nehmen verzweifelte Menschen und lassen sie 3 bis 5 Kilo Kokain schlucken. Manchmal schneiden sie sie auch auf, um noch mehr zu verstecken. Vertrauen Sie mir. Sie retten Leben, wenn Sie diese kranken Wichser umlegen. Verstanden. Wir kümmern uns drum. Ja, der sieht auch schon so krank aus. Der Typ. Sicario-Führer gesichtet. Sieht nervös aus. Ideal, um ein wenig Angst zu verbreiten. Ich sehe einen Tango. Stehen noch andere darum. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Geh in Position. Lass mich in Position gehen. Verstanden. Unterwegs. Okay, Ziel markiert. Hab das Ziel. Bin schussbereit. Feind am Boot. Ich lege an. Ich glaube runter. Die werden dich sehen. Ihr Leutnant rennt weg. Ich schieße auf die Asche. Silencio, marche. Wie gerne hätte ich dir angepasst. Sollst du deinen Freunden erzählen, wie das Blut hier hinkommt? Wie du nach Mama geschrien hast? Und erzähle ihnen, dass sie als nächstes dran sind. Verstanden? Tranquis! Tranquis, sie! Ich verstehe! Ich verstehe! Ich mach den Wichsern gerne Angst, aber ich glaube, wir hätten ihn nicht laufen lassen sollen. Ach, die Demütigung ist für so einen Macho-Arsch schlimmer als eine Kugel. Die Rebellen werden jubeln. Mhm. Weiß nicht. Ein Lieferschein der Quinoa-Verarbeitungsanlage. Was will das Kartell mit Kisten voll Quinoa? Holt, was hältst du davon, dass das Kartell eine Quinoa-Fabrik für den Kokainschmuggel nutzt? Ergibt das Sinn? Drogenschmuggler haben das in der Vergangenheit schon oft gemacht, aber nicht in dem Maßstab.
Hier kann das Kartell das Kokain in die Kisten packen, sobald sie vom Fließband rollen. Die Beutel werden luftdicht verschlossen und das Quinoa hilft, die Drogenhunde abzulenken. Ganz schön smart, wenn du mich fragst. Dann ist die Anlage ein legitimes Ziel. Vorwärts. So, ich bin gerade hier. Quinoa-Fabrik. Das Kartell nutzt eine Quinoa-Fabrik, um Kokain zu verschweißen, Cerealienbeuteln zu verstecken. Was ist Quinoa? Moment. Handy, wo bist du? Ich weiß nicht, wo mein Handy ist. Ich will wissen, was Quinoa ist. Okay, ich habe keine Ahnung, wo mein Handy ist. Gut, dann halt nicht. Scharfschützengewehr. Ja, okay. Dann machen wir zuerst das da. Chemiker, Drogenkurier, Ärzte. Das ist hier gleich da. Heute ist es von Unidad. Jetzt kaputt. Ein bisschen Damage kann ich schon machen. Scharfschütze oben auf dem Turm. Okay, wir sind cool. Schön für dich. Ich sehe ein zweites Ziel. So, ein zweites Ziel siehst du. Okay, nichts passiert. Naja, ein Mensch ist gestorben. Hier ist deine Waffenkiste. Jetzt hat aber, oder? Ah, na gut. Nee. Das war ein falsches Magazin. Oh, egal. Ich weiß, wo ein Kartellorden ist, den sie irgendeinem harten Hund verleihen wollen. Als Meister der Blanka-Mitglieder ersinnen eine geniale Art, Drogen zu schmuggeln. Es ist keine dumme Idee. Hör zu. Schieß los, ich höre.
Wie viele Kartoffeln hast du bei dir zu Hause? Nicht die leise Stäbe. Aber du hast welche, richtig? Jeder hat Kartoffeln. Aber du weißt nicht, wie viele. Keiner achtet auf eine Scheißkartoffel, stimmt's? Weil sie billig sind und man sie in Säcken kriegt. Und weil sie wie Kartoffeln aussehen. Also, verstecken wir das Koks von Kartoffeln. Ja, wir holen sie uns LKW-weise. Höhlen sie aus und füllen sie mit dem Stoff. Dann mischen wir sie unter Echte und schicken sie, wohin wir wollen. Kein Mensch durchsucht einen verschissenen Sack Kartoffeln. Habe ich recht? Geiler Scheiß. Und das ist noch nicht alles. Weißt du, was wir dann machen? Wir zerschneiden die Kartoffeln, verkaufen sie in Restaurants und die machen daraus die besten Pommes, die du dir je in den Mund gesteckt hast. Die Döner fressen die Beweise und wir machen Kasse. Das ist genial. Scheiß auf den Schwen, Mann. Das wird groß. Wir werden die neuen Kartellkönige. Okay. Gut. Hä? Ah. Ich hab hier was. Diese Bilanzen zeigen, dass das Kartell ordentlich Geld in eine Energy-Drink-Fabrik hier in Remanzo steckt. Irgendwas mit Electro. Wofür? Keine Ahnung. Schicken wir's Bowman, vielleicht weiß sie ja was. Bowman, wissen Sie etwas über Kokainschmuggel mit Hilfe eines Energy-Drinks namens Elektro? Das passt zu den Gerüchten. Das Kartell soll eine Art flüssiges Kokain entwickelt haben. Geruchlos, farblos und schwer mit chemischen Sensoren aufzuspüren. Also verstecken Sie es in den Drinks und extrahieren es nach der Lieferung. Verdammt. Wir müssen die Anlage dicht machen. Gehen Sie rein und sprengen Sie die Vorratstanks. Das sollte genügen. Sind dran. Waren wir da nicht? Okay, ja, dann... Das Kartell nutzt eine hiesige Quinoa-Fabrik für Verpackung und Schmuggel von Kokain. Gehen Sie da rein und legen Sie den Betrieb lahm. Ah. Ach so, ist ja nur das, okay. Hier ist die Route eines Kartellversorgungshelis. Wir sollten ihn übernehmen und den Rebellen überlassen. An die Arbeit. Nö, bin ich nicht. Aber der sieht schicker aus als unserer. Der ist grün. Ziemlich viele Lichter und Schalter hier drin. Na los, na los. Gut. Oh, wow. Wir nehmen schon seit einer Dreiviertelstunde auf. Ich würde sagen, dann zerteile ich einfach das Video. Das war knapp. Gut, dann teile ich einfach das Video. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.